Okay. Hallo ihr Lieben. Ich habe mal ein Kurzvideo für euch. Und zwar ist das an alle gerichtet, die Lust und Laune dazu haben, aber vor allen Dingen an die Männer. Die Männer sagen ja immer, ich habe zu viel Choreografie in meinem Programm drin. Also habe ich die jetzt mehr oder weniger rausgelassen. Wir werden ganz viel für den Rücken und für den Rumpf machen. Das heißt auch vielleicht irgendwelche Jugendlichen, die zu Hause sind und vielleicht jetzt kein Fußballtraining, kein Handballtraining haben oder sonstiges, können das vielleicht auch mal ausprobieren, ja? Ich versuche euch dazu zu erklären, ob ihr mit Hanteln oder ohne Hanteln arbeiten könnt. Ja, es wird so eine gute Viertelstunde dauern, vielleicht 20 Minuten, länger ist das Ganze nicht. Vielleicht ist das ja auch nochmal eine Möglichkeit und eine Variante für euch, zu Hause Sport mit mir zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, bis gleich! Thank you.
Beine gedehnt werden. Spann den Po an. Streck deine Beine durch. Super. Jawohl. Bisschen noch. Spann den Po an, zieh den Bauch nach innen. Achtmal noch, okay? Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Okay. Und marschieren nochmal. So, dabei war locker, so wie die Beine. Jetzt gehen wir einfach ganz kurz ganz kopf. Bring deinen Puls nochmal kräftig hoch. Gib Gas. Nimm deine Arme mit, komm. Nimm. Super. Halte durch, noch 10 Sekunden. Schaffst du. Setzen 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Locken alles aus. Jetzt hast du zu Hause hoffentlich eine Matte. Einfach handeln. Er geht an den Boden. Okay, wir gehen in den Bauchlage nach unten. Sehr schön. Handeln kommen jeweils in die rechte und linke Hand. Füße Hüftbreit öffnen, Bauchnabel nach innen. Arme gehen hier auf die Seite. Du hebst den Oberkörper ein bisschen ab. Deine Nasenspitze berührt fast die Matte. Nur stabil halten. Gesäß anspannen. Bauch nach innen. Handeln auf die Seite und die hebst du nur ab. Hoch. Hoch. Du atmest. Wenn das sagt, lass deinen oberen Rücken Muskulatur arbeiten. Du ziehst nicht hier ins Ruhekreuz ran. Nur hier. Nur hier. Wenn das Metall zu schwer ist, nehmt es dir einfach weg. Dann schließt du die Hände fest zu Fäusten. Super. Komm noch ein bisschen. Nasenspitze bleibt ganz fest über dem Boden. Bauch ist innen. Oberer Rücken arbeitet. Schultern tief. Schiebt das Kinn in den Hals. Atme. Acht noch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und Pause. Ablegen. Leg die Arme ab. Leg mit einmal nach rechts. Einmal nach links. Okay. Leg jetzt wieder nach vorne. Du nimmst deine Hand innen durch. Dicht neben die Brust. Kinn in den Hals schieben. Und jetzt, ohne dass du den Druck hier auf den Arm rausnimmst, hebst du hier einfach nur. Kurz den Oberkörper an. Wenn ich sage, dass wir halten, hältst du. Okay? Achtung, komm nach oben. Halte. Zieh den Bauch nach innen. Schultern tief. Nacken lang. Halte nur die Spannung. Gesäß ist fest. Du spürst deinen Rücken. Zieh noch mehr deine Schulterblätter Richtung Wirbelsäule. Ellbogen Richtung Decke. Hand innenflächen dich neben der Brust. Kurze Pause. Ablegen. Tief ein- und ausatmen. Und du hebst wieder ab. So, halt hier. Schultern tief. Dein Rücken muss alleine arbeiten. Und wieder ab. Komm wieder hoch. Und wieder ab. Komm wieder hoch. Denk an die Anspannung. Bauch fest, Po fest, Schultern tief, Nacken lang. Schulterblätter Richtung Wirbelsäule, komm wieder tief. Einmal langsam noch, komm nochmal nach oben. Halt, ja. Sehr schön. Letzten vier. Vier, drei, zwei, eins. Langsam ab. Jetzt schützt du dich einfach ab.
Schieß das Gesäß einmal hinten auf die Ferse. Zieh dich hier ganz lang. Atme tief ein und aus. Okay. Jetzt machst du hier nach vorne. Gehst auf deine Unterarme. Ellenbogen, komm unter deine Schulter. Gehst auf die Fußspitze. Gehst in den Flex. Bauch fest. Boden fest. Gehen in den Hals schieben. Ganz tiefe Schulter. Und das halten wir. Nur stabil. Deine Rumpf arbeiten. Und dein Rücken. Halte. Atme. Sehr schön. Komm, das geht noch ein bisschen. Hälfte locker durch. Schaff ich ja. So, jetzt bringt ein ganz bisschen Dynamik gleich in den Rumpf mit rein. Das heißt, wir gehen hoch, ab. Ganz minimal. Also nicht das machen. Das nicht. Sondern nur so ein bisschen. Ja, lass deine Schulter tief. Lass den Nacken lang. Atme. Die Anspannung geht, atmest du aus. Schulter von den Ohren weg. Kehle in den Hals schieben. Atme. Bisschen lang. 8, 7, 6, 5, 4. Super. 3, 2. Du hältst wieder die Anspannung. Komm, halte. Nacken ist ganz lang. Atme. Noch. 4. Langsam ab. Langsam ab. Sehr schön. Nimm einmal die Arme in den Ofen, dreh den Kopf einmal zur Seite. Wackel über deine Hüfte so ein bisschen hin und her. Andere Seite den Kopf nochmal drehen. Okay, nächste Übung. Linke Hand geht unter eure Stirn. Rechten Arm lang nach vorne. Linkes Bein lösen. Rechtes bleibt am Boden. Bauch fest. Rechten Arm anheben. Halte. Beide Füße zur Decke. Zieh. So, wenn du das möchtest, nimmst du hier wieder deine Hand. Einfach dazu. Zieh. Schulter bleibt tief. Bauch fest nach innen. Hüfte bleibt am Boden. Zeig mal von der anderen Seite. Achte mal drauf, dass hier nicht der Hüftknochen vom Boden weggeht, sondern dass du hier tief bleibst. Zieh. Zieh. Atme. Bisschen noch. Sehr schön. Bin noch 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 und fließende Wechsel. Rechte Hand geht unter die Stirn. Linker Arm ist vorne. Rechtes Bein ist gelöst. Bauch fällt nach innen. Achtung. Und jetzt geht's los. Zieh. Schulter bleibt ganz tief. Nacken lang. Aufpassen beim Anheben. Ja, lass deinen kompletten Rücken arbeiten. Bisschen noch. Sehr schön. Kommt sie durch. Ausatmen. Ausatmen. Sehr gut. Denk an deinen festen Bauch, an die tiefe Schulter. Ausatmen. Komm, kleines bisschen noch. Tief. Und setzen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und bleibt tief. Okay. Nimm deine Hand in den Flächen, sich neben den Rumpf. Schieb den Po noch einmal auf die Ferse zurück. Zieh deinen Rücken wieder ganz lang. Die Beine rausatmen. Okay. Gut. Dann kommt ihr wieder nach vorne. Geht auf eure
schieb dich hier wieder ganz bewusst nach oben. Nochmal tief. 4, 3, 2, 1. Langsam hoch. Gleich nochmal. Tief, 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 tief. Langsam hoch. Wenn das auf den Füßen zu schwierig ist, gehst du auf die Knie. Kommst wieder hoch. Okay, das ist die erste Variante, wenn du das möchtest. Ansonsten machen wir wieder weiter. 4, 3, 2, 1, komm hoch. Und nochmal. 4, 3, 2, 1, hoch. Wir schnell machen das Tempo auf 2. Hopp, hoch, hoch. Hopp, hopp, hoch. Nochmal. Einmal noch. Und du gehst nach unten. Knie absenken. Geh nochmal zurück. Atme tief ein und aus. Okay, dann rollen wir hier mal auf. Locker mal die Arme kräftig aus. Kopf so ein bisschen von rechts nach links. Sehr schön. Dann gehen wir einmal hoch. In die Rückenlage. Okay, kein gesunder Rücken ohne einen gesunden Bauch. Müssen wir nochmal ein bisschen hier arbeiten. Stell deine Füße hüftbreit auf, nimm die Hände unter den Kopf, Ellbogen nach außen, Oberkörper anheben, halte hier die Spannung, Frühling geht zur Decke, Faust breit im Abstand, zieh einfach nur hoch, zieh, ab, zieh, ausatmen, komm, noch ein bisschen, zieh, lass dein Bauch arbeiten, wenn es geht, löse dir deine Schulterblätter. Bleib hier stabil. Ausatmen. Ausatmen. Zieh. Zieh. Bisschen noch. Achtmal noch, okay? Acht. Sieben. Sechs. Fünf.
eigentlich immer überhaupt nicht mögen und manche Frauen auch nicht. Wir ziehen einfach nochmal das Bein hier ran, strecken hier nochmal nach oben. Spürt einfach nochmal die Dehnung über die Rückseite eures Beines, zieht die Fußspitze hier ran, lasst die Schultern tief, den Nacken lang. Wenn du magst, kreist mal so ein bisschen hier einfach mit dem Fußgelenk. Gut. Dann nimmst du dein Knie schon wieder tief, ziehst hier einfach nochmal so ein bisschen dynamisch nach. Genau. Okay, dann legst du das Bein wieder ab, ziehst nochmal das andere ran. Und auch hier nochmal den Unterschenkel anheben, Fußspitze ranziehen, halte hier einfach nochmal die Dehnung. Sollte hier hinten vielleicht so ein bisschen ziehen, lass deine Schultern tief, den Nacken lang. Dann kreist du hier nochmal so ein bisschen mit deinem Fußgelenk. Richtung ist egal, Hauptsache du kreist dann nochmal, ziehst die Fußspitze nochmal ran. Spürst nochmal deine Dehnung. Knie Unterschenkel absenken. Zieh hier nochmal kräftig ran. Dehne nochmal so ein bisschen dynamisch. Sehr schön. Und dann gehst du hier wieder raus. Stützt dich einfach mal ab. Kommst hier nach oben. Jawohl. Und dann dehnen wir einfach nochmal hier nach vorne. Das mögen auch alle immer besonders gern. Dabei spürt ihr auch nochmal, wie die Rückseiten eurer Beine gedehnt werden, euer unterer Rücken. Einfach hier auch nochmal kurz dynamisch ziehen. Genau. Vielleicht einfach auch noch so ein bisschen rechts und links wechseln, dass ihr auch euren Sitzbein da so ein bisschen hin und her wackelt. Sehr gut. Okay, dann rollt ihr hier wieder auf, kommt einmal langsam rum, stellt einen Fuß auf, geht mal nicht mehr in den Vierfüßlerstand, kommt dann langsam nach oben, stellt euch hier einfach nochmal hin, und öffnet hier einfach nochmal eure Beine, zieht die Arme nochmal hier zur Seite und spürt hier einfach nochmal, stehe ich auf dem Handtuch, und dehnt hier einfach nochmal zurück. Spür nochmal kurz in deinen oberen Rücken. Denk nochmal dran, dass du den Bauchnabel fest nach innen ziehst. Jawohl. Und dann hältst du hier nochmal kurz. Dann schiebst du die Arme einfach nochmal nach vorne, machst dich hier ganz rund. Kinn Richtung Brustbein absenken. Ziehst die Arme über den Kopf langsam nach oben. Öffnest weit nach außen und dann kreist ihr einfach mit euren Schultern zurück. Kopf ein bisschen von rechts nach links bewegen. Genau. Lockert den Schultergürtel ein bisschen aus. Zieh die Schultern nochmal tief. Neigt den Kopf einfach nochmal zur Seite. Und nochmal zur anderen Seite. Senkst das Kinn nochmal tief zum Brustbein, spür nochmal die Dehnung über deinen Nacken, zieh deine Schulter nochmal tief und dann legt ihr den Kopf einfach wieder an. Schließt eure Füße und lockert alles hier einfach nochmal ganz kräftig auf. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitmachen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, dann wie gesagt, wenn ihr mehr davon wollt, dann sagt mir Bescheid. Und ansonsten, ja, euch noch einen schönen Tag, was immer ihr heute noch vorhabt. Tschüss!